Und jetzt haben wir den nächsten Referenten, Carsten Klipstein von der XU Exponential University. XU Exponential University of Applied Sciences ist der komplette lange Name. Aber wir haben eine relativ kurze und knackige Botschaft. Ich finde es nur gerade sehr interessant zu sehen, ihr seid die dritte Runde heute, wie sich das so in der Zusammensetzung ändert. Wesentlich weniger Eltern, wesentlich mehr müde Gesichter. Dranbleiben lohnt sich aber, am Ende gibt es ein Katzenbild. Wer mich von da hinten übrigens nicht so gut sehen kann, ungefähr so sehe ich aus. So, wer von euch, einfach mal nur Handzeichen, ich will keine Antwort, nur wer von euch weiß noch, was das ist? Okay, ja, auch ein paar weniger Hände als in der Elternrunde vorhin, auf jeden Fall. Wir sehen hier eine Filmrolle, damit haben die Leute früher fotografiert und der Hersteller dieser Filmrolle, die Firma Kodak, war vor knapp 20 Jahren der absolute Weltmarktführer. Milliardenkonzern, jeder hat Kodak-Filme benutzt, es gab nichts anderes. 10 Jahre später meldet die Firma Konkurs an, ist weg, die produzieren heute noch ein paar billige Drucker, die man kaufen kann oder auch nicht und die sind einfach weg. Wer hat sie erledigt? Nicht die Konkurrenz, sondern die Zeit. Diese Firma hat einfach verpasst, mit der Zeit zu gehen, denn was hat die Filmrolle vertrieben? Die Tatsache, dass wir heute alle so fotografieren. Und diese Gefahr, diese Herausforderung, von der Zeit abgehängt zu werden, vor dieser Herausforderung stehen wir jeden Tag alle. Jeder Mensch, jede Firma, jedes Land. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir in der Vergangenheit stecken bleiben und immer das alte Zeug weitermachen? Oder wollen wir uns weiterentwickeln, wollen wir unsere eigene Zukunft gestalten? Und für die Leute, die den zweiteren Weg nehmen wollen, nämlich da so nach rechts, haben wir die XU gegründet. Das ist übrigens unser Campus, ehemaliges Filmstudio in Potsdam-Babelsberg. Und an der Uni machen wir euch fit im Bereich Social Media und Digital Marketing, digitale Geschäftsführung, sprich Digital Business, Data Science und Coding und Software Engineering. Das heißt, wir bringen euch bei, wie funktioniert ein Unternehmen, wie funktioniert IT, wie funktioniert Marketing und das alles immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Denn zur Zukunft gehört nicht nur die Wirtschaft, sondern natürlich auch unser Planet, auf dem wir alle leben und den Lebenserhalt, Lebenswert zu erhalten. Mein Gott, schweres Wort. Das ist natürlich Bestreben von uns allen. Und unser Campus ist im wunderschönen Potsdam-Babelsberg, was übrigens die einzige Stadt Deutschlands ist, wo es ein Aldi gibt mit einem Bootsanleger. Wer also gerne mal mit seinem Boot vorbeikommen will, kann da direkt am Aldi anlegen, eine Milch kaufen und rumkommen. Und ja, wir sind schon wieder am Ende. Ich habe noch ein paar Sekunden, aber trotzdem, ich habe es versprochen. Da ist das Katzenbild. Das ist mein Kater Beaker, der sich schon an der digitalen Revolution versucht. Wer Katzenbilder tauschen oder mit mir sprechen will, da hinten an Stand 17 direkt hinter euch, freue ich mich auf euch. Ansonsten schönen Samstag, schönes Wochenende. Ciao, ciao.